Hi Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Dragon Ball Z Past Unlimited. Im letzten Part hat Piccolo gegen Freezer verloren und es sieht danach aus, als wäre der neu erstärkte Piccolo zu schwach, um Freezer entgegenzustellen. Freezer ist viel zu stark für Piccolo und Piccolo ist so gut wie tot. Aber dann Son Gohan eilt Piccolo zu Hilfe. Aber jetzt muss sich Son Gohan Freezers Macht stellen. Ja, Freezer will Piccolo umbringen. Aber kurz bevor Piccolo stirbt, kommt Son Gohan und versucht Piccolo zu retten. Aber kann Son Gohan überhaupt was gegen diesen unfassbar starken Freezer überhaupt ausrichten? Nicht mal Piccolo, Vegeta und Krillin konnten ihn. Der erste Schlag hat schon mal gut gesessen. Ja, denn Son Gohans rasende Wut macht ihn richtig sauer und er will jetzt Freezer natürlich besiegen. Dadurch, dass er halt sein Piccolo, also sein Meister Piccolo, ziemlich weh getan hat. Und, ich hasse diese Grafik. Halt, der ist ein... So, nämlich hier, das bekommt er und dann rastet er halt aus. Nämlich wenn Son Gohan sauer gemacht wird, also das ist seine besondere Fähigkeit, dann... Also wenn zum Beispiel Son Gohan übelst ausrastet, dann steigt seine Kampfkraft enorm an und er ist unfassbar stark, dann könnte zum Beispiel jetzt hier zum Beispiel, wenn er genug Kraft hat, Freezer sogar besiegen. So, jetzt Special Attack. Jawoll. 11.000 Schaden. Richtig gut Damage gemacht und Freezer hat auch schon ganz schön viel Damage. Aber der Effekt natürlich jetzt an, um Schaden zu machen. Und er war sogar kurze Zeit paralysiert. Nein! Ah. Komm, du sterben. Jawohl, ich hab ihn! Ich hab ihn! Ich kann ihn hier richtig schön verprügeln. Komm. Oh! Okay, das war schlecht. Nur 14 Treffer! Obwohl ich ausgedacht. Oh nein, jetzt hat er mich. Und er kann das anscheinend richtig gut, der Freezer. Alter, der. Oh, ey, Alter, ich drück mich verrückt und er hat mich so derbe verprügelt. Manchmal ist das auch echt strange. Sie haben übelst Damage bekommen. Wir sind sogar fast wieder gleich auf. Nimm das hier, Freezer. Wir sterben. Komm, Maseko! Jawoll. Jetzt die sterben wieder. Stirb. Alter, den besiegen wir aber jetzt schon, oder? So, Gohan hat das bisher jetzt nicht gut gemacht. Ja, hör auf, dich zu blocken, Mann. Du kleiner Bastard. Aua! Alter, du sollst aufhören zu blocken. Die sterben. Ja, endlich. Nein. Alter, der macht mich nur. Alter, der bringt mich nur um. Mann, Son Gohan, lad deine scheiß KI auf, Mann. Du blöder Bastard, Son Gohan. Danke. Boah, ey, du Lappen, Son Gohan. Lässt dich einmal kaputt schlagen und dann gehst du hier fast K.O. Oh, man. I gave everything I had. I can't tell you how easy it would be to annihilate all of you in this form. But I have something special in mind. My final transformation! My true form! Ja, Son Gohan kann tatsächlich Freezer so ein bisschen ankratzen. Ja, das war die echt schlechte Leistung hier. Und es sieht so aus, als könnten die Z-Kämpfer doch noch gewinnen, weil Son Goku haben sie ja auch noch in der Hinterhand. Und ja, dazu gleich. Und es sieht so aus, als könnten sie tatsächlich besiegen, aber dann packt Freezer doch noch seine letzte Form aus. Seine
wahre Form. Doch Son Gohan ist von dem Kampf mitgenommen und ist besiegt. Und Son Goku ist fast wieder komplett regeneriert. Also Son Goku ist wieder fast da. Aber es fehlt halt nur noch ein paar Prozent, bis Son Goku wieder da ist und sich Freezer stellen kann. Freezers ultimative Transformation ist abgeschlossen. Wer kann ihn jetzt noch stoppen? Es sieht schlecht aus für die Z-Kämpfer. Und Vegeta stellt sich ihm. Er wurde nämlich, glaube ich, geheilt. Kann das ärgst? Ich glaube, Vegeta wurde geheilt. Er hat sich selber fast umgebracht und glaubt jetzt, dass er ein Super Saiyajin ist. Freeza's power level is... So he's finally showing us his true form. I did promise you to show you a terror like you never seen. Keep laughing while you can. Because I am the thing you fear most. I am a Super Saiyan. Ever the Joker, Vegeta. Ja, denn nämlich, die haben nämlich einen kleinen Amerikaner bei sich, der sich die Denn-Schimpft, glaube, so heißt der. Und der hilft den Z-Kämpfer die ganze Zeit, also der heilt die, deswegen konnte zum Beispiel Son Gohan auch plötzlich angreifen. Aua! Bastard! Und zwar konnte er deswegen auch mit angreifen, weil Son Gohan war ja eigentlich schon verletzt. Wurde aber dann durch die Den geheilt, dann hat Vegeta sich selber Schaden zugefügt und wollte sich halt so fast umbringen, weil er halt weiß, wenn die Saiyajins kurz vorm Stern sind, wären sie halt noch stärker. Und deswegen wollte er halt sich fast umbringen, damit er endlich zu einem Super Saiyajin wird, weil er glaubt, er ist die einzige Hoffnung für alle. Und deswegen hat er sich fast umgebracht, wurde denn von die Den geheilt. Das hatte Freezer aber denn doch bemerkt, weil der hatte sich nämlich schon vorher gewundert, warum die sich immer wieder heilen konnten. Der hatte sich nämlich schon immer zu gewundert, dann hat er die Den da stehen sehen und hat denn die denn tatsächlich ausgelöscht, den Namekianer, die kleinen Namekianer waren ein kleines Kind, den hat tatsächlich Freezer denn ausgelöscht. Aber Vegeta glaubt, ist das es? Ist das wirklich mein Limit? No! That can't be right! Ja. I am a Super Saiyan! Vegeta glaubt, er ist ein Super Saiyajin, aber er scheint Freezer nicht gewachsen zu sein. Alter, jetzt geht doch mal sterben, Junge. Alter, der hat nur einen Strich, Mann! Willst du mich verarschen? Danke. Hä? WTF, wieso ist er endlich gestorben? Betrug! Jetzt geh ich sterben, Mann. Danke. Alter, what the fuck? No. 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 I think it's my turn now. Something simple. Ja, Vegeta ist zu schwach, um Freezer Einhalt zu gebieten. Jawohl, das war jetzt auch ein geiler Kampf von mir. Und ja. Moment. Ja, sorry, meine Aufnahme ist abgebrochen und meine Eltern, die genervt haben. Jedenfalls ist jetzt Freezer scheinbar unbezwingbar und er scheint alle zu besiegen, denn er hat Vegeta umgebracht. Aber bevor Vegeta stirbt, kommt Son Goku, der wieder komplett regeneriert ist und er will natürlich jetzt gegen Freezer kämpfen. Dann erzählt Vegeta, also kurz bevor Vegeta stirbt, erzählt Vegeta Son Goku, dass Freezer den Planet Vegeta zerstört hat, also dem Heimatplaneten eigentlich von Son Goku, weil der stammt ja von daher. Und Son Goku ist natürlich jetzt richtig sauer und möchte Freezer natürlich jetzt besiegen.
Son Goku ist wiederbelebt, aber Vegeta ist tot. Voller Saiyajin-Stolz hängt er sich rein. Er sagt, Vegeta ist jetzt tot und Son Goku ist die letzte Hoffnung für die Menschheit. Also für den Planeten und für das ganze Universum. Aber kann das überhaupt Son Goku schaffen? Wir schauen mal. So you're Frieza, huh? You're a whole lot shorter than I expected. I am going to exterminate every last Saiyan. You're a fool. You should cower before me. Maybe. I may be a Saiyan, but I'm from Earth! For all the countless Saiyans you've destroyed! And for all of the harmless, peaceful Namekians! I will defeat you! Ja, Son Goku will natürlich sich jetzt rächen an Freezer, da er halt die ganzen Namekianer umgebracht hat, die ganzen Saiyajins, beziehungsweise den Planet Vegeta, möchte er ihn natürlich jetzt besiegen. Jetzt erstmal Kaioken. Jawoll! Kaioken-Attacke! Wunderbar, schöne Aktion und so weiter. Ja, hoffentlich besiegen wir Freezer, weil der hat eine etwas große... Das nervt einfach, wenn die ganze Zeit blockieren, nehmen das Kamehameha. Nehmen das Kamehameha, sag ich. Oh, Alter, ich hab den Aufbau. Jawoll. Na, mach doch das... Achso, Genki-Dama macht das. Okay, Genki-Dama. Leider war die Genki-Dama nicht ganz so stark. Die Genki-Dama kennen wir schon aus dem Vegeta-Fight. Auch wenn sie da ziemlich klein war. Der ist schon klar, dass das der nicht gut macht. Und so weiter blocks, kriegt ihr das nicht, dieser. Auch wenn er... Auch wenn mein Kamera halt ein bisschen schwach war, aber trotzdem haben wir jetzt ein bisschen gespart. Aua. Ah, Mann, der nervt! Jetzt frisst die Genki-Dama. Hör doch mal auf zu blocken, Mann! Aber es ist immer schön, wenn ich ausweiche, kann ich hier nicht so viel scharf machen. Ah, Mann, mach doch das Kamehameha. Mann, nervt! Mach das. How very funny. It really has been a long time since I had such a workout. Ah, Mann. Ja, come on! Voll aus. Oh Mann, jetzt kann ich mich wieder nicht bewegen. Wunderbar, Alter. Ah, jetzt klappt er wieder. I'll have to risk the Kaioken times 20. Oh Mann, was denn? Ey, ich drück hier auf Power und der macht hier irgendeine Scheiße. Jetzt bin ich tot. Alter, ich drück ohne Ende, Leute. Ihr müsst es mal sehen. Ja klar. Hallo, ich kann mich nicht verwandeln, danke. Boah, stirb jetzt. Boah, hör auf zu blocken, du nervst. Ey, ja, ich... Oh, mach doch mal das Kamehameha, Mann. Ich drücke hier die ganze Zeit auf Kamehameha. Und er macht die ganze Zeit hier seine Scheiß-Kajunkarte. Oder mach der, Mann. Mach doch mal das Kamehameha. Oh, du sollst das Scheiß-Kamehameha, Mann. Mach, Mann. Jetzt rück mal mit der Genki-Dama. Ja, ist klar, wieder ist er ausgewichen. Geh doch mal sterben. Und hör auf zu blocken, dieser Scheißbastard. Boah. Ist klar. Naja, wir sehen uns im nächsten Badler. Leck mich doch.